side op completed. No doubt about it, boss. That man is your extraction target. Emmerich. The weapon system that disappeared into that cave, and the man who was with it. Emmerich must know something about what's going on. He was transferred to the Soviets' base camp. I've marked it on the map. Make your way to that base camp. Hallo Freunde, willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ja, Emmerich haben wir gefunden. Bringt uns im Moment nur nicht sehr viel weiter. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir hier die Leute rausholen. Und dann schauen wir uns hier mal um. Wenn das hier die Entwicklungszentrale war, finden wir garantiert noch was. Und naja, man sieht ja schon, dass da drüben so gelber Zettel blinkt oder tut. Der will entdeckt werden. Analysis complete. Und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir natürlich das Personal mit. Analysis complete. Die haben zwar jetzt nicht so die Bombenwerte, aber ich denke, das ist okay. Und wer weiß. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und finden noch Rohmaterialien. So, wir könnten versuchen, ob wir die durch so eine Öffnung hier kriegen mit dem Ballon. Könnte klappen. Nö, mag er nicht. Dann legen wir die wieder da draußen ab. Ich höre einen Kampfhubschrauber vor der Tür. Und ja, auf der Karte haben wir gesehen, das Informationsteam hat uns klar gemacht, dass das Kraftwerk wieder bevölkert ist. Erst haben wir uns reingekämpft, als nächstes kämpfen wir uns also wieder raus. Na, wird super. Worin die Mission genau besteht, schauen wir uns gleich mal an. Dann sehen wir auch, wie weit das ist und können einschätzen, wie lange das dauern wird. Ich bin immer vorsichtig. Oder sagen wir fast immer. Na, jetzt komm. So weit, so gut. Damit hätten wir den ersten Schritt schon mal gemacht. Ich glaube eigentlich nicht, dass sie die Baupläne von diesem Metal Gear irgendwo rumliegen lassen. Wunderbar. Okay, das ist das Einsatzgebiet. Wir sollen zum zentralen Basiscamp. Ah, das wird ein bisschen bitter. Das ist sozusagen die Hauptbasis des Feindes hier. Und da finden wir dann hoffentlich Emmerich. Ansonsten ist hier draußen wieder richtig Action, inklusive Kampfhubschrauber. Und ich habe natürlich keinen Raketenwerfer dabei oder irgendwas. Dann müssen wir uns mal anschauen, wie wir den Hubschrauber kriegen, wenn wir das überhaupt schaffen. Enemy presence detected. Man kann die tollsten Dinge tun. Man könnte zum Beispiel einen Soldaten mit der Pistole bedrohen, dann ein C4 an ihm anbringen, ihn betäuben, das C4 bleibt dran und dann kann man ihn quasi mit einem Ballon nach oben schicken. Wenn in dem Moment der Hubschrauber in der Nähe ist, kann man das C4 zünden und dann driftet der Hubschrauber ab. Aber das sind eine ganze Menge Wenn und Aber und da muss alles richtig laufen. Traue ich mir bei dem Hubschrauber da draußen nicht so wirklich zu. Ist das nochmal eine einzelne Plattform? Auf der waren wir auch noch nicht. Wir gucken uns einfach mal richtig gründlich um. Vielleicht finden wir irgendwas, aber nö. So viel also dann mal zu dem Ding. Dann geht es jetzt darum, dass wir uns hier rauskämpfen. Das Tor ist zu, also geht es erstmal um diese Türe. So, sag mir bitte, dass die nicht abgeschlossen ist. So weit, so gut. Der Hubschrauber ist im Tiefflug. Über dem Dach. Jetzt habe ich da natürlich kein C4.
Und ihr seht schon, das Wrack von dem Geländewagen ist weg. Das heißt, das ganze Ding hier ist neu geladen. Und dementsprechend hätte ich da nichts übernehmen können vom alten Kraftwerk. Auch wenn ich auf dem Dach Sprengstoff platziert hätte, wäre der Sprengstoff einfach weg. He's coming too. Roger that. Allerdings hat sich das Spiel gemerkt, dass wir die Kommunikationsanlage zerstört haben. Die sind immer noch zerstört. Also gut, Kommunikationsanlagen merkt sich das Spiel. Wracks von Fahrzeugen und ähnliches merkt sich nicht. Gar nicht so schlecht. So, du hast gute Werte. Analysis complete. Ja, auch B. Ja, warum nicht? Oh, Mist. Okay, das war nicht so clever. Da wollte ich mal wieder mehr als gut für mich ist. Hahaha. Aha. Hm. Stückchen noch, Stückchen noch, Stückchen noch. Oh, nee. Oh, jetzt ist der Schalldämpfer gleich aufgebraucht. Was baller ich hier auch so viel? Das gibt's überhaupt nicht. Das ist an sich völlig unmöglich. Allerdings ist auch völlig unmöglich, dass der mich überhaupt nicht bemerkt hat. Okay. Was ist das jetzt für ein komisches Spiel? Metal Gear ist es nicht. Egal. Please select a drop point. Nachschub, ja wo? Am besten. Supplies requested. Ich brauche nämlich dringend Munition und Schalldämpfer für die Sekundärwaffe. Ansonsten wird das bald ziemlich blöd. So, ich kann schon mal versuchen, hier ein paar Leute einzusammeln. So dreist bin ich nicht, dass ich da jetzt auch noch mit Ballons anfange. Und dann geht das nämlich irgendwann garantiert in die Hose. Man kann sie aber vielleicht schon mal da wegräumen oder so. Mann. Ja gut, der da unten wundert sich jetzt natürlich, dass da was abgeworfen wurde. Und ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, ohne dass der wirklich auf mich aufmerksam wird. Ich hätte ja auch mal Glück haben können, dass er genau zu dem Zeitpunkt drunter steht oder so. Dann wären normale Soldaten nämlich betäubt. Ihr habt bei Quiet gesehen, das macht sehr viel Betäubungsschaden. Wahrscheinlich eindringen. Ja, super. So schnell hat noch kein Mensch jemals einen Schalldämpfer auf eine Knarre draufgeschraubt. Oh je. Yeah. Ah. Ganz toll.
Wo hüpfst du rum? Das ist ja... Oh. Helm. Nee, halt. Wollmütze. Wollmütze ist kein Problem. Verbeult nicht so sehr wie der Stahlhelm. Hält aber auch die Munition nicht so gut auf. Aber immerhin, die hat für ein kleines bisschen Ablenkung gesorgt. Ja, die haben das bessere Scharfschützengewehr. Das kann ich erst so behalten. Auch wenn ich es nicht wirklich brauche. Ich glaube, die Betonpistole ist so ziemlich die einzige Waffe, die man im Spiel braucht. Ansonsten kann man den Rest mit Attrappen und C4, Ballons. Damit kann man schon wirklich viel machen. So gut, dann nehmen wir uns den da drüben als nächstes vor. Einen echten Alarm gab es bisher noch nicht. Die sind nur aufmerksam, weil einer einen Ballon gesehen hat. Aber wie gesagt, Alarm ausgelöst hat er noch keiner. Analysis complete. Hit. Drei, die letzten? Mehr oder weniger. Da hinten ist noch einer. Okay. Damit komme ich klar. Analysis complete. Das ist ein Kunstschuss mit dem ganzen Gedöns im Weg. Na, das hat geklappt. Einzige echte Öffnung. Die Frage ist jetzt, nehmen wir den da drüben noch? Oder warten wir mit dem noch? Ich glaube, da warten wir noch kurz. Vidok hat den letzten da drüben auch markiert. Super, dann können wir da die beiden noch mit dem Ballon evakuieren. Dann haben wir nur noch zwei Gegner. So ist das schön. Das war ja chaotisch. Warum habe ich da so lange nichts getroffen? Das gibt's überhaupt nicht. Ist nicht so, dass ich eine neue Aufnahmesession angefangen habe. Nö. Alles noch die gleiche seit jetzt. 4 Missionen oder so? Naja, manchmal hat man einfach einen größeren Hirnausfall, fürchte ich. Ach, ein Schuss reicht. Was soll denn der Käse? Den haben wir sowieso gleich. So ist fein. Analysis complete. Ui. Ah, Moment, wir haben noch nicht das neue Fernglas. Also der kann einfach nur A-Rang sein. Das können wir nicht scannen. Wir können mit dem neuen Fernglas dann bis A++, aber das bedeutet einfach, der ist besser als B. Irgendwas davon wird A sein. Oder A+. Und das reicht mir schon. Der gehört auf jeden Fall zu den richtig guten Leuten. He's coming too. Roger that. Analysis complete. Damit mussten wir hier fertig sein. Sieht gut aus. Wo ist der Hubschrauber? Der ist inzwischen am Basislager. Ja, das wird ein bisschen knifflig. Wir könnten hier mal ganz freundlich ein paar Fragen stellen. Ein Container? Ja, genau. Da fehlt uns Fracht 2, damit wir Container mitnehmen können. Schade. Da hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr von versprochen. Aber gut. So ist das jetzt. Damit müssen wir arbeiten. You gotta extract him. Wo kommen die jetzt her?
Ist das jetzt echt? Will ich die holen? Will ich die nicht holen? Es könnte sein, dass die Spezialisten sind mit Fähigkeiten, die mir noch fehlen. Ich wünsche mir zum Beispiel schon seit langem einen Raketenlenk-Spezialisten. Wäre möglich, dass die nach einer Weile erst hier drüben spawnen. Vom Forschungsrang her, oder von den Abteilungsrängen her, müsste ich sogar forschen können. Mir fehlt halt nur ein Spezialist. Na, gucken wir mal. So wahnsinnig weit ist es jetzt auch nicht zu laufen. Wie? Ach Mist, Alarm ausgelöst, Kampfstatus, volle Programm. Das ist alles für nichts Besonderes. Ach, Grütze. Die, das ist uncool. 7 Treffer eingesteckt. Oh Mann. Kannst kaum abwarten. Diese Missionswertung wird ein Traum. Analysis complete. Sieben Treffer, Alarm ausgelöst, richtig volle Programm und es hat's gebracht. Die beiden letzten Soldaten waren Nieten. Ätzend. Ja, wenigstens das. Okay, jetzt wissen die auf jeden Fall, wo ich bin. Please select a drop point. Supplies requested. Ja, die sagen mir, dass ich keine Munition fürs Scharfschützengewehr kriege, das ich dabei habe. Aber das ist in Ordnung. Das Scharfschützengewehr ist sowieso nur so eine Notlösung im Moment. Bedenkt, wenn ich das einsetze, löse ich auf alle Fälle Alarm aus. Oh. Ich sollte ein bisschen Abstand halten, denn auch ich kriege eine Menge Schaden, wenn ich von dem Container getroffen werde. Didi? Vorsicht. Gut. Nachschub haben wir. Eine ganze Menge überschüssigen, aber was soll's. Da könnte ich als nächstes ein Fahrzeug gebrauchen. Schneller von A nach B zu kommen. Aber ja. Gabelstapler kann man nicht fahren. Das schafft Big Boss nicht. Der kann nur mit Panzern umgehen. Geländewagen und LKWs. Gabelstapler. Nee. So, wo wollen wir als nächstes hin? Sandstorm approach marker placed. Wir gucken mal hier nach A. Da könnte der Außenposten wieder besetzt sein. Ich rechne eigentlich fest damit. Und dann beginnt mal wieder unsere Außenpostentour, bis wir zum Hauptlager kommen. Und da wird es dann lustig. Das ist nämlich mal... Naja, Hauptlager des Feindes hier, wie man sich's vorstellt. Did you see that, boss? Not a base. That giant weapon system that disappeared into the cave? I've heard it was the Kremlin's biggest secret. But the feedback doctor has been working on it. And the man with the skull for a face. It's been on my mind since you encountered the skulls during the honeybee mission. It's really him. Boss, he's the commander of Cypher Strike Force XOF. Probably the mastermind of the attack 9 years ago. I thought he and Zero parted ways. I'll look into it. You just focus on the mission. Bin ich froh, dass du dich darum kümmerst. Da muss ich mir jetzt keinen Kopf drum machen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Aber es war sowieso nichts, was ich ohnehin noch nicht wusste. Hm. So,
So, wir haben einiges aus der Entwicklungsabteilung gesagt bekommen. Und zwar Waffengegenstände. Wir können forschen. Please specify a project. Fracht 2. Endlich geht's. Hurra. 18 Minuten, bis wir fertig sind. Ich dachte, ich hätte einen LKW oder irgendwas gehört. Naja. So, wir haben noch knappe 1,5 Millionen übrig. Da können wir noch eine Menge Zeug forschen. Ach, die ist so nah, ich weiß nicht. Schleichanzug fehlt. Entwicklungsteam-Level. Ja, den Kampfanzug haben wir inzwischen fertig, aber ja, das ist dann mal für eine Nebenmission. Da machen wir da richtig Party und laut. Please select a drop point. Anfordern. Nein. Please specify a project. Ich dachte, ich kann hier noch was forschen, weil da so dieser kleine 1 ist. Aber was soll's? Nö. Handgranaten könnte man eigentlich. Braucht man aber nicht wirklich. Die Granaten, die ich habe, die langen mir. Ich benutze sie ja nicht, um Leute zu sprengen. Ich benutze die, um... Kommunikationsanlagen kaputt zu machen, wo ich kein C4 anbringen kann. Wie gesagt, Entwicklungsteam-Level, da fehlt noch ein bisschen, aber vor allen Dingen fehlt mir der Raketenlenkspezialist. Da möchte ich nämlich eigentlich ganz gerne hin. Hier fehlt 2 Stufen beim Informationsteam. Den nehmen wir mit. Anfordern möchte ich ihn nicht. Bin froh, wenn ich ihn habe. Das reicht mir. Der ist wahnsinnig nett. Also nicht für die Gegner, aber zum selber spielen. Ziemliches Monster. Okay, so viel erstmal dazu. Dann würde ich sagen, wir machen für heute mal Feierabend. Ich werde jetzt, denke ich, noch ein bisschen die Straße runterlaufen. Ach nee, da seid ihr dabei. Es ist eh nicht weit. Und dann verpasst ihr auch nichts, wenn irgendwas unterwegs überraschend passiert. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, dann macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.